Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe aus meinem Dark Souls 2 Let's Play. In der letzten Folge haben wir ja doch eine interessante Überraschung erlebt, als wir auf einmal in den Piratenwerfen doch tatsächlich einen Knopf oder einen Schalter gefunden haben, der ein anderes Schiff angelockt hat. Was heißt anderes Schiff? Das erste Schiff, das wir überhaupt gesehen haben. Bevor wir da an Bord gehen, wollen wir allerdings ein Level in der Stärke noch aufsteigen und vielleicht sogar unser Großschwert etwas verbessern. Das kommt jetzt darauf an, wie viel wir zuerst farmen, aber ich denke, so ein Durchgang bei diesen alten Rittern wird nicht verkehrt sein. Bam. Aua, hat doch getroffen. Na gut, dann stirbst du jetzt. Schön, so stark zu sein, um die mit drei Schlägen zu erledigen. Dadurch werden sie natürlich sehr, sehr einfach. Und zu einem gefundenen Fressen für unseren Seelensammeltrieb, den wir ja mittlerweile stark entwickelt haben. Bam, und weg mit ihr. Sehr schön. Da schadet selbst der eine Treffer, den wir da bekommen, nicht. Wir können uns ja jederzeit wieder aufheilen. Außerdem haben wir ja einen tollen neuen Ring bekommen, der uns das Ganze auch nicht mehr allzu schwer aussehen lässt, indem er, so wie es zumindest da stand, den Abzug unserer Lebensenergie reduziert bzw. begrenzt. Oh, wir haben hier aber wirklich stark gewütet, wenn ich jetzt sehe, dass wir fast keine Gegner mehr übrig haben. Da oben, er ist auch schon tot, oder wie? Ja, er ist tatsächlich auch permanent tot. Oh, da haben wir all die einfachen Gegner, die wir hier jetzt so schön gefunden haben, alles schon zerstört, wie es aussieht. Dann würde ich sagen, macht es natürlich auch keinen Sinn mehr, an dem ersten Punkt uns hin zu teleportieren, wenn wir hier farmen wollen. Stattdessen sollten wir in Zukunft immer bei diesem Turm anfangen. Da sind ja zumindest in den unteren Regionen dieses Gebäudekomplexes noch einige alte Ritter zu finden. Ja, aber solche Gegner, die würde ich mir echt öfter wünschen. Lamsang mit einfachen Bewegungsmustern, in denen wir einfach nur immer in den Rücken stehen müssen und sie dann töten müssen. Außerdem haben wir einen weiteren NPC getötet, und zwar diesen versoffenen Piraten. Dem haben wir zuerst den Ring abgenommen, den er uns verkauft hat, und dann haben wir ihn eiskalt ermordet, um auch noch seine Axt zu bekommen. Was ein bisschen blöd ist, weil die Axt werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Ich bin nie so ein großer Axt-Fan gewesen. Ah, okay. Das heißt, unsere Waffe ist doch noch zu langsam, besser gesagt, um den ohne jede Gegenwehr zu erledigen. Aber mal schauen, wie es bei dem funktioniert. Und weg mit dir. Oh ne. Ein Trefferpunkt hat er noch behalten und dadurch uns doch noch etwas Schwierigkeiten bereitet. Eine alte Ritterrüstung, die haben wir leider schon. Lieber wäre mir irgendwie ein altes Ritterschild und ein alter Ritterhelm. Die fehlen in unserer Sammlung der alten Ritterklamotten nämlich noch. Eins, zwei, bam. Bam. Jetzt ein bisschen aufladen. Und weg mit dir. Man kann ja nie wissen, ob der eine dann doch irgendwie durchdreht im Nahkampf. Vielleicht haben sie ja noch ein Bewegungsmuster, das sie uns einfach noch nicht gezeigt haben. So. Und mit drei weg. Sehr schön. Menschenbild. Ja, offenbar. Ich weiß nicht, letztes Mal hat uns auch genau der ein Menschenbild gegeben. Ich weiß nicht, ob es jeder von diesen alten Rittern in seiner Drop-Liste hat, also als Drop-Chance, oder ob es wirklich nur der eine ist, der hier rumsteht, dem wir ein Menschenbild abbringen können. Jedenfalls, wenn wir schon hier sind, dann können wir da auch gleich mal runter gucken. Apropos, letztes Mal hat mich da was interessiert. Nee, da war es natürlich keine durchsichtige Wand. Genauso wenig wie sonst wo, da bin ich relativ sicher. Also holen wir den kurz manuell hoch. Das dauert sicher eine Weile. Na, kommst du? Danke, danke. Ich möchte auch da drauf, aber ich kann ja leider nicht. Und da fährt der geisterhafte Mitspieler von uns runter.
Ui, das dauert aber echt ewig, bis der oben ist. Und runter darfst du. Und da stehen wir in unserer... Ja, wir haben schon eine ganz schön römische Aura um uns. Nicht nur durch die Rüstung, sondern auch das Gesicht passt irgendwie so zu einem römischen Soldaten, finde ich. Ich dachte nur, dass der Bart etwas dunkler wäre. Hätten wir vielleicht bei der Charaktergeneration etwas besser nachgucken müssen. Dann hier ist noch einer, den möchten wir auch gerne mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Nämlich hier links. Okay, was machst du? 1, 2, 3, 4, sehr schön. 1. 1, 2, oh, da haben wir nicht aufgepasst. Schau mal, ob wir ihn gleich töten können. Ja, tatsächlich, mit einem Schlag oder mit drei Schlägen ist er wieder ins Nirvana eingefahren. Und so langsam, obwohl er wird noch etwas öfter spawnen. Er ist ja wirklich derjenige, den wir nie öfter gekillt haben. Aber jetzt auch nur wegen einem darunter rennen, macht natürlich auch überhaupt keinen Sinn. Von daher würde ich sagen, gehen wir jetzt ans Leuchtfeuer, das da vor dieser Schicksalswerft oder eben dem Piratennetz hockt. Und dass die Leute da so oft sterben, das kapiere ich gar nicht. Das ist richtig lustig, wie viel Blut um einen von diesen alten Rittern gezogen werden kann. Aber, wie gesagt, um das neue Großschwert zu schwingen, brauchen wir einen Punkt in Stärke. Und den werden wir sogleich einsetzen. Einmal nach Majula, bitte. Und dann hoffe ich, dass ich vielleicht das Schwert noch zweimal stärken kann. Wir haben ja leider keine weiteren Seelen gefunden. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Danke. Ja, ja. Das haben wir schon öfters gehört. Haben wir was zu verstärken? Nein, dann bitte aufsteigen. Und ein weiterer Punkt in Stärke. Und ich denke, bis 30 werden wir die Stärke jetzt auch noch steigern, bevor wir auf irgendetwas anderes skillen. Außerdem haben wir noch, ja, eine Seele haben wir. Die benutzen wir dann gleich. Auch wenn es nur ein namenloser Soldat ist. Ist nicht besonders viel wert. Aber vielleicht reicht es für eine kleine Scherbe und eine Aufstockung unseres Schwertes. Genau, 9 hast du noch. 3 könnten wir kaufen. Eine werden wir jetzt erstmal kaufen, damit wir noch genug Seelen haben, um unsere Waffe zu verstärken. Hier, das ist das begehrte Großschwert. Das wird auch schon fast so stark wie das hier. Okay, ja, ich würde sagen, machen wir es einfach. Gut, dann bräuchten wir noch 800 plus 700, da kommen wir leider nicht mehr hin. Trotzdem würde ich sagen, kaufen wir noch eine Titanitscherbe auf Vorrat. 200 Seelen. If you make it back. Wir holen uns ganz kurz die 200 Seelen irgendwo her. Und gehen dann gleich nochmal zurück. Wo kriegen wir die am schnellsten her? Ja komm, da wir vorhin so viel gefarmt haben, können wir hier auch noch ein bisschen farmen. Töten nochmal zwei alte Ritter, oder wahrscheinlich reicht sogar ein alter Ritter. Verstärken unser Schwert, hier wollten wir gar nicht hin. Da steht ja keiner mehr, richtig? Ah doch, er steht noch da. Er ist der starke alte Ritter, der für ewig den Eintritt in diese Gegend beschützt. Ich sagte, stirb. Wow. So, tot. Und damit können wir dann unsere Waffe auch ein weiteres Mal steigern. Ich denke, mit zwei Aufsteigerungen sollte das dann auch reichen. Also auf nach Majula. Geheiligtes, großes, wunderbares Majula. Bitte, du Schmied, verstärke unsere Waffe. I knew. Ja, 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 ja. Verstärken. Die wäre auf 227 und er geht gleich auf 240, also viel, viel besser als das Ultra-Großschwert des alten Ritters.
Schlimm, dass wir da überhaupt Titanitscherben investiert haben dafür. So, dann wollen wir doch gleich mal testen, wie das Schwert so funktioniert. Und ich denke, da ist diese... Ja, oh, wir sind Lamshanger. Dann müssen wir vielleicht doch noch unsere Rüstung etwas bearbeiten. Also wir dürfen auf jeden Fall nicht über 100 sein. Ja, würde ich sagen, gewöhnen wir uns mal daran, eine etwas schwächere Rüstung zu tragen. Die Werräger-Rüstung scheint eigentlich ganz gut zu sein. Ja, bleiben wir mal bei der Werräger. Allerdings werden wir nicht unter 100 kommen, habe ich das Gefühl. Also erstmal wieder, haben wir Werräger-Gamaschen? Okay. Die wäre viel stärker. Ist aber auch viel schwerer. Ja, nehmen wir trotzdem mal die zu uns. An sich hier haben wir keine viel bessere. Achso, weil wir schon die Delerik-Dinger tragen. Okay. Dann würde ich sagen, ziehen wir noch einen schönen Helm auf. Heidenritter-Eisenmaske. Okay. Sieht eigentlich ganz cool aus. Fast so gut wie die, aber etwas leichter. Ja gut, dann würde ich sagen, laufen wir jetzt so ein bisschen damit rum. Schauen wir nochmal ganz kurz, vielleicht können wir ja doch eine andere Rüstung noch tragen. Nee, viel zu schwer. Die Rüstung können wir tragen, aber das bringt nicht, uns nicht besonders weiter. Die Rüstung wollen wir auch nicht tragen, die ist zu schwer. Nur die Banditenrüstung wäre leichter. Und die Lederrüstung natürlich. Die sind auch gar nicht mal so schlecht. Also, trotzdem. Ich gefall mir erstmal so, probieren wir es damit erstmal aus. Vielleicht finden wir ja mal irgendwann auch eine tolle, schöne Robe, die wirklich was bringt. Wie gesagt, ich bin eigentlich kein Freund von dieser hundertprozentigen Belastung, weil eben die, guckt euch an, wie Lamshang meine Rolle ist. Aber laufen können wir ja immer noch in relativ gutem Tempo. Nicht überragend, aber doch zumindest gut. Denn wenn wir gerade dabei sind, gucken wir auch gerade noch die schönen Ringe durch. Ja, da wollen wir das erstmal behalten. Mehr Seelen wäre zwar schön, aber wir könnten den Balance-Ring noch anziehen. Nur für welchen? Der Klingenring macht ja unsere körperlichen Angriffe erhöhen. Also den behalten wir auf jeden Fall. Ring der Dorn, naja, den könnten wir in Rente schicken. Und den Ring des Bindens werden wir jetzt auch auf jeden Fall noch behalten. Da würde ich sagen, tauschen wir mal Ring... Na, schade. Damit würden wir aber über 100 kommen. Dann versuchen wir es einfach mal so. Die Ausdauer, ich hoffe, das reicht, wenn wir so hier rumgehen. Oh, und wir haben mittlerweile... die Gegner hier so oft getötet, dass dieser blöde Fernkämpfer nicht mehr erscheint. Das gefällt mir. Gut, dann wollen wir auch gleich mal auf Blitze schalten. Ihn töten wir mit dem Blitz. Wenn er eh nur einen braucht, dann wäre das ja Quatsch, das nicht zu machen. Wow, und wir können ihn nicht töten mit einem Schlag von dem riesigen Schwert. Gut. Das ist etwas enttäuschend, leider. Aber ich mag das Schwert. Mal schauen, wie viele Schläge können wir denn so machen. 1, 2, 3. Okay. Und wie viele Schläge von den großen? Ich glaube, 2 waren es. 1, 2. Oh, er macht eine interessante Attacke beim zweiten. Lass uns das nochmal sehen. 1 und 2. Okay, also offenbar, wenn wir mal von hinten auch belagert werden, wäre eine zweifache starke Attacke durchaus vorstellbar. Dann mach mal einen Schlag. Okay, und 1, 2. Okay. Müssen wir uns erstmal an das Schwert gewöhnen. Und offenbar ist es noch schwächer als unser aktuelles. Aua. Also als das Bastardschwert. Hey, jetzt sterben wir echt an so einem blöden Gegner. Naja, ist okay. Wir müssen uns erstmal an das Schwert gewöhnen. Jetzt enttäuscht es mich nur ein bisschen, dass es offenbar noch schwächer ist als unser aktuelles +4 Bastardschwert. Okay, dann schauen wir noch mal kurz Bastardschwert an.
Wo bist du? Da bist du. Nee, eigentlich müsste es stärker sein. Vielleicht bringt es seine volle Kraft nur beim zweihändigen Einsatz zur Geltung. Probieren wir es mal zweihändig. Wie gesagt, wir sind noch in der Testphase und die 500 zählen. Selbst wenn wir die verlieren, wäre das kein unüberwindbares Risiko, Hindernis. Risiko, warum sollte es ein Risiko sein? Ihn machen wir wieder mit dem Blitz fertig. Komm zu uns. Oh, Arsch. Wow, zweimal triffst du uns schon mit deinem komischen schwarzen Gesabberer. Ja, doppelt sterben die. Das wäre auch hart, wenn die nicht im zweihändigen Kampf gleich sterben würden. Dann versuchen wir es mal bei ihm. Bam! Oh wow! Wir können das Riesending sogar stunnen dadurch. Dann noch einen Schlag bitte. Sehr schön. Offenbar eine Waffe, die zwanghaft in zwei Händen getragen werden muss. Hätten wir eigentlich gar nicht die eine Stärke benutzen müssen. Aber nun gut. Dann ihn machen wir auch wieder mit dem Blitz fertig. Da wir hier gerne noch ein bisschen üben würden, bevor wir aufs Schiff kommen. So, dann... Oh, fuck, okay. Also so ganz bin ich da echt noch nicht sicher, wie das Ding funktioniert. Okay. Was machst du für eine zweihändige Attacke? Okay. Das sieht gut aus. Also die Standardattacke sieht eigentlich ganz cool aus, wenn wir das zweihändig schwingen, das Schwert. Na, kommt schon. Ich erwarte eigentlich auch, dass ich jeden Block damit durchbrechen kann. Oh, und wenn wir zwei schnelle Attacken mit zwei Händen machen, ist es sogar richtig schnell. Gut zu wissen. Und bam, ja, sehr schön. Ah, okay, aber wir treffen es auch, wenn es gerade hinter uns gesprungen ist. Und ein Wehrregen-Schild. Jetzt ist nur die Frage, ob wir wirklich das Schild überhaupt noch schwingen oder mitnehmen sollen, wenn die Waffe doch so schön stark ist. Im zweihändigen toll, das war... Das ist wie gesagt ein bisschen blöd. Wenn man dreimal auf die Schlagtaste drückt, dann wird der automatisch immer dreimal schlagen, was hart ist. Denn wie gesagt, er macht das gleiche nicht, wenn wir zwischendurch auch auf die in beide Hände oder in eine Hand Taste drücken. Okay, hier gehen wir hochgehen, warum nicht? Oh, aber das Schwert scheint schnell an Robustheit zu verlieren. Okay, dann bam und bam. Okay, aber wir brauchen die starke Attacke, um das Ding zu stunnen. Dann versuchen wir das mal hier. Bams und dann kriegst du einen von oben. Ah, Mist, und wenn es gestunnt ist, dann können wir es nicht erwischen. Das ist natürlich echt nervig, sowas. Müssen wir mal gucken. Also offenbar ist die Waffe nicht mehr, also das zweihändige Schwert im Allgemeinen, nicht mehr so overpowered wie in Teil 1. Find ich schade. Ich hab's mein zweihändiges Schwert immer sehr gerne benutzt. Bam, bam. Und jetzt haben wir wieder vergessen, es in eine Hand zu nehmen. Ramponierte Stoppfetzen. Okay. War hier nicht was? Genau. Dann erstmal stunnen. Was nicht geht, okay. Das heißt, wenn er in der Attacke ist, bringt die Attacke auch nichts. Dann macht natürlich nur die schwache Attacke Sinn, wenn man das Schwert in zwei Händen hält, würde ich sagen. Probieren wir das nochmal hier aus. Gleich zwei, okay. Ah, oh, fuck, und es stirbt doch nicht bei einer Attacke. Weg hier, weg hier, weg hier. Ich möchte erst die Blutung überwinden. Okay, vielleicht müssen wir auch, solange wir das nicht auf Level 3 kriegen, das Bastardschwert weiter benutzen. So, jetzt hat es diesmal geklappt. Genau so hätte ich es auch gern vorher gehabt. Hat irgendwie nicht funktioniert auf Anhieb. Wobei man natürlich auch sagen muss, diese Gegner sind halt auch die schwereren Gegner dieses Abschnittes. Bam. Und jetzt bringt es auch wieder in zwei Schlägen um.
Warum schaffst du das nicht immer? Hier war der NPC, den wir getötet haben, und wir können nur rausspringen. Dieses Fenster soll uns wahrscheinlich gezeigt haben, hey, da oben ist noch jemand. Wer auf sowas achtet, der verdient meinen absoluten Respekt. Ich habe es nicht getan. Dann zum Schiff ist das eh nicht der richtige Weg, also würde ich sagen, zum Üben war das schon mal ganz gut, hier lang zu gehen. Außerdem, bam, würde ich auch sagen, dass wir die bekommenen Seelen auch gleich mal in ein weiteres Level ab der Waffe stecken können. Ui, fuck, das wollte ich jetzt nicht. Okay, kannst du irgendwas machen oder bist du jetzt tot? Wow, da haben sie mich jetzt aber echt fertig gemacht. Dann wird der nächste Weg natürlich erstmal in diese Bar, in diese Seemannsbar gehen, bevor wir etwas anderes machen können. Das war jetzt doch relativ blöde von uns. Aber wir sind schon zweimal gestorben und wir haben kaum Energie verloren. Also dieser Ring, der lohnt sich beim ersten Mal durchspielen auf jeden Fall, der diesen Lebensabzug begrenzt. Den werden wir also wahrscheinlich diesen ganzen Durchgang übertragen. Okay, hier sind erstmal nichts mehr. Dann stirb anhand unserer tollen Blitze. Bam! Und das war's auch schon. Selbst wenn du etwas fallen gelassen hättest, würden wir das jetzt nicht holen. Ah, und ich bin auch blöd. Ich wollte ja eigentlich die Waffe in zwei Hände nehmen. So. Du stirbst anhand von einem Schlag. Okay, und du? Geh mal bitte auf uns. Wir sollten das auch mal testen, wie gut es als Schild wirkt. Geht. Also, ich habe schon mit schlechteren Waffen geblockt. Und wesentlich schlechtere Ergebnisse erzielt. Diesmal wollen wir aber zuerst in dieses, ja, in die Bar der Piraten, würde ich sagen, und die töten. Das heißt, stirbt jetzt und wir hauen ganz schnell ab, bevor die aufstehen. Wir wechseln zu unseren Blitzen und warten jetzt einfach darauf, dass die uns viel zu greedy folgen. Wow, ich wusste gar nicht, dass der Blitz eine AOE-Kraft hat. Und jetzt sollten die da oben auch kein Problem sein, wenn nicht uns drei aus dem Inneren dieser Bar auf einmal attackieren. Ist hier oben noch einer? Ja, genau. Ah, fuck. Ja, aber sie sterben ja mit einem Schlag, also kein Problem. Dann kommt zuerst der auf der linken Seite. Oh, und da hinten ist sogar noch einer. Und warum? Um Himmels Willen. Machst du uns jetzt so ein Problem? Der ist wieder nicht mit dem ersten Schlag gestorben. Sowas ist halt immer nervig. Wir heilen uns zweimal. Reisen nach Majula. Erhöhen unser Schwert jetzt auf die 4. Stufe. Können wir uns die schon leisten? Ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall die 3. Vielleicht sollten... Oh, und wir spielen ein bisschen Kicken mit so einem Korb oder mit so einem Eimer. Trotzdem, wenn wir schon hier sind, können wir auch ein paar mehr von denen töten. Ja, aber wenn ich die Waffe einhändig schwinge, ist sie wirklich bei weitem nicht so gut, wie wenn ich sie doppelhändig schwinge. Das sollten wir also uns auf jeden Fall merken. Weil wenn wir mit dem Bastardschwert in einer Hand diese Leute one-hitten, dann wollen wir das doch gefälligst auch mit dem Großschwert schaffen. Gut, ich glaube, wir haben erstmal alles. Das heißt, wir rennen zu unserem Leuchtfeuer. Und eben, das finde ich auch nicht so toll an der Sache mit dem Schnellreisen. Man ist viel zu sehr da geneigt, immer sofort seine Seelen in den Schmied zu stecken oder eben in eine Aufsteigung. Wenn hingegen wir nur an dem Leuchtfeuer aufsteigen könnten, würde man halt erst aufsteigen und nicht immer gleich zum Schmied rennen und seine Waffe verbessern. Ich bin nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Und aufs Schiff schaffen wir es wohl auch nicht mehr, da unsere Folge wieder am Ablaufen ist. Ja, ich bin noch ganz bei mir.
Ich bräuchte. Moment, erstmal gucken. Hier, Großschwert. Ich brauche 3 Stück für die nächste. Fürs nächste Level. Das heißt, verkauf mir mal 3 Stück davon. Jo. Und danach bräuchte ich wahrscheinlich auch große Titanitscherben, wenn ich mich nicht irre. Na, komm, hier. Ein Level bitte da drauf. Genau. Oh, und wir haben sogar eine. Sollen wir das gleich investieren? Das könnte uns natürlich helfen beim nächsten Kampf, aber genauso könnte es problematisch sein. Na komm, ich mag meine Großschwerter und solange wir kein anderes Großschwert gefunden haben... 50 Stärke, okay. Na, vielleicht später. Setzen wir die gleich mal rein. Ist ja halb so wild. Damit haben wir jetzt ein plus... Wie viel Schwert? Plus 4. Noch eine... I'll be around, if you make it back. Noch ein Level können wir die steigern und danach brauchen wir aber dringend mal die heilige Glut. Ich möchte unbedingt eine heilige Waffe schwingen. Das kann ja nicht so schwer sein. So, dann wollen wir mal testen, wie sich's jetzt mit zweifach verstärktem Großschwert hier spielt. Ob sie immer noch 2 Attacken brauchen, wenn ich das Schwert... Ups, das wollte ich gar nicht. Gut, dann gehen wir nochmal kurz hier hin. Und warte, ich dachte, wir hätten... Na, egal. So. Nee, so möchte ich es probieren. Jetzt dürften die ja eigentlich mit einem Schlag sterben. Ich meine, die Waffe hat sie um wie viel? 60 Punkte erhöht? Das sollte doch reichen. Hier sind auch schon alle tot. Und... Hier, er, an ihm können wir es jetzt erstmal testen. Schlag einmal. So, und stirb einmal. Immer noch nicht. Okay, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Müssen wir uns wohl an den zweihändigen Kampf gewöhnen. Dann dürfte die Waffe jetzt aber wirklich Schaden machen ohne Ende. Testen wir es an einem von den Monstern. Selbst wenn uns das jetzt umbringen würde... Kein Problem. Tut's aber gar nicht. Ah, und wenn's gestunt ist, können wir es nicht erledigen. Das ist echt nervig. Dann bringt der Stun natürlich weit weniger als in Teil 1. Und es macht mehr Sinn, den normalen Schlag zu benutzen. Und stirb. Danke. Du stirbst. So. Ja. Okay. Also die mit der... Mit den 2 Schwertern sterben also auch mit einem Schlag. Dann darfst du einmal... Ja komm, schlag einmal. Ich bin total ungedeckt. Ja, wird auch Zeit. Bei ihnen können wir also das Schild noch benutzen. Gut, gut. Trotzdem möchte ich jetzt gern mal sehen, was es mit dem Schiff auf sich hat. Oh, und wir müssen den langen Weg benutzen, um aufs Schiff zu kommen. Das heißt, töten wir ihn mit einem... Pfeil? Nee, wenn beide auf uns zukommen, dann ist das die bessere Idee. Aua! Ah, wir stellen uns gerade blöd an. Nein, so wollten wir uns auch nicht einhalten. Ah, die Dummheit kennt keine Grenzen bei uns. Ah, wir müssen da durch, verdammt. Dann ist die Frage, ob wir wirklich hier, das große Schwert nehmen sollen oder ob wir nicht... Okay, und er stirbt auch nicht. Und natürlich machen wir jetzt einen richtigen Blödsinn. Aua, aua. Also, die normalerweise, die haben doch vorhin, sind sie sofort eingefallen, nachdem wir hier einen normalen Schlag gemacht haben. Sogar mit dem... Na. Na, kommt ihr mir nicht so weit hinterher, oder? Doch. Na, kannst du sie jetzt mal bitte anvisieren? Danke. Und in den Rücken, sehr schön. Jetzt können wir uns auch gleich heilen, wenn sie eh schon am Abhauen sind. Also wie gesagt, die Sache mit dem kalkulierten Schaden funktioniert einfach nicht mehr so wie in Teil 1. Da muss man irgendwie anders vorangehen. Du dürftest der Letzte sein, also stirb.
Und jetzt kommen wieder die Schützen, aber vorher kommt er hier. Stirb. Timing ist alles. Stirb. Ah, tust du natürlich nicht. Okay. Oh, wieder ein Schwert von ihm. Okay. Und dann machen wir es so. Dann stirbst du auf jeden Fall. Hier war der Shortcut, den wir gehen wollten. Ah, fuck. Gut, aber wie gesagt, der Radius von dem Schwert, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, der Radius von dem Schwert, der gefällt mir tierisch. Das sind nämlich über 180 Grad und damit können wir uns eigentlich durch richtige Massen an Gegnern schnetzeln. Und was ich schon gesagt habe, offenbar gibt es in Dark Souls 2 öfters Massen an Gegnern. Okay, komm bitte zu uns. Und, ah fuck, wir wollten es in zwei Hände nehmen. Und waren zu langsam dafür. Die Blutung werden wir jetzt erstmal ausleben, bevor wir... Er kommt ja eh nicht ins Licht, also können wir uns heilen. Vor Licht schaudert's diese Viecher nämlich offenbar. So, dann bitte wieder in zwei Hände nehmen, genau. Und weg mit dir. Sehr schön. Und eigentlich dürften sie auch sterben mit zwei von diesen Schlägen. Komm bitte her. Mach einen Schlag, am besten den von oben. Ja, perfekt. Bam und Bams. Da sterben sie auch mit zwei Schlägen. Dann dürfte da noch einer drin sein. Irgendwo war doch hier auch noch ein dritter, oder? Hm, scheint mich zu irren an der Stelle. Dann wollen wir mal sehen, was das Boot jetzt für uns so bereithält. Ah, genau, und die können wir hier noch schnell töten. Indem wir sie einfach auf die Finger schlagen. So. Oder einfach hochkommen lassen. Und dann mit einem gezielten Schlag wieder ins Wasser werfen. Genauso bei dir. Ah, ne. Töten wir dich so. Ist ja auch mal schön. Diese im ersten Teil so unglaublich starke Fallattacke zu nutzen. Gut. Jetzt bin ich mal echt gespannt, was da auf uns wartet. Und das Schwert werden wir austauschen, da es einfach nicht mehr stark genug ist. Es ist einfach schon wieder zu ramponiert. Okay, was haben wir hier? Da ist ein Gegner, der ist ja noch relativ easy. Ah, fuck. Oh, fuck. Oh, jetzt machen sie es aber echt gerade. Okay, das war jetzt ein bisschen fies, wie das abgelaufen ist. Ach, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Und diesmal machen wir auch es etwas anders. Wir werden erstmal mit unserem normalen Schwert, mit unserem Bastardschwert durchgehen und sobald wir in der Nähe des Schiffs sind, werden wir aufs Großschwert wechseln. Das klingt doch nach einem Plan. Was sagt die Zeit so zwischendurch? Noch ein paar Minuten haben wir. Glaube ich, oder? Ja, 4 Minuten oder so, glaube ich, haben wir noch. Mal schauen, wie weit wir in den 4 Minuten kommen. Alle Gegner, die uns nichts tun, lassen wir diesmal und rennen einfach schnurstracks zum Schiff, auch wenn es an sich immer noch ein relativ weiter Weg ist. Zumindest unsere Seelen wollen wir nämlich haben. Bam. Der eine reicht, der zweite kann ruhig stehen bleiben. Machen wir dich auch mit dem schicken Blitz kaputt. Allerdings, du bist des Blitzes echt nicht würdig, du kleiner Hund. Und wir laufen und wir laufen und wir laufen. Ihn bringen wir mit zwei schönen getimten Schlägen um. Gehen raus, holen die Blitze raus. Versuchen sie zu markieren irgendwann mal. Ja, jetzt. Aua, ah, blöde Pfeile. Kommt, markier. Naja, ihn hätten wir jetzt auch mit dem Schwert töten sollen.
Mir jetzt auch kein Problem gehabt. Oh, okay, du bist runtergekommen. Das macht deinen Tod nur umso einfacher für uns. Danke. Und das Bastardschwert ist zwar schon ein treuer Begleiter, aber irgendwann wird jedes Schwert mal in Rente geschickt. So. Einer von den beiden dürfte noch übrig bleiben. Er hier. Bam, bam. Oh. Ah, ich hasse es, wenn sie so ganz wenig Lebenspunkte übrig haben. Nicht, dass ich das schon tausendmal gesagt hätte, aber die Sache mit dem kalkulierten Schaden, das ist echt eine grottige Sache hier in Dark Souls 2. Okay, hier durch. Und ich glaube, ich werde hier noch das Bastardschwert behalten, bis wir auf dem Schiff sind, beziehungsweise bis wir unsere Seelen bekommen haben. Ihr seid ja auch nicht so schwer mit dem Bastardschwert zu erledigen. Außer ihr macht diese Doppelattacke. Die ist leicht nervig. Komm ins Licht und flieh dann. Na, traust dich natürlich nicht. Komm, schlag von oben. Danke, das wollte ich haben. Dann ist dein Tod nämlich gesichert. Ah, zwei Attacke verflucht. Dann gehen wir erst wieder zurück. Warten, bis die Blutung gestoppt ist. Komm ins Licht, komm ins Licht. Ah, schade. Mach bitte eine gute Attacke, nicht deine Doppelattacke. Na okay, einen Schlag können wir dir da auch so geben. Und jetzt ist er tot, weil er die falsche Attacke gemacht hat. Dabei ist deine Zweierattacke doch so stark. Naja. Ich bin auch nicht sicher, was ich davon halten soll. Deswegen lasse ich sie erstmal hochkommen. Und schlag sie dann wieder runter. Ui. Okay, ich sollte... sollte lieber die andere Attacke machen. Beziehungsweise etwas weiter wegstehen, wenn ich diese Attacke so mache. Ui, und jetzt habe ich schon fast gedacht, ich hätte diese blöde Dreierattacke gemacht. Okay. Ja, aber hier kommen wir doch relativ zügig durch, würde ich sagen. So, ich bleibe mal kurz beim Bastardschwert. Damit bin ich noch etwas sicherer als mit dem anderen Schwert. Ja, okay, nee. Wenn unsere Seelen eh da liegen, dann machen wir es so. Wir holen sie uns. Und ich werde jetzt schnell zum Leuchtfeuer laufen. Alle, okay, die kommen mir hinterher. Dann renne ich hier weg. Möchte euch das aber nicht antun, hier noch länger auf mich warten zu müssen. Das heißt, wow, der kommt aber ganz schön lange zu uns gehandeln. Warte mal, dann darf er noch schnell einen Blitz in den Rücken spüren. Na komm, markier ihn. Ach. Jetzt. Ja, genau, so darf er einen Blitz im Rücken spüren. Ah, ich möchte die Folge nicht noch länger werden lassen. Deswegen, ich gehe jetzt zurück mit unseren 10.000 Seelen mittlerweile. Das könnten ja... Warte mal, sind es zwei Levelaufstiege? Nee, nicht mehr ganz. Dann töten wir die doch noch schnell. Und hoffen, dass wir bis zu zwei Levelaufstiege in der nächsten Runde kriegen, in der nächsten Folge. Kommst du auf uns zu? Nee. Ja, komm, Fernkämpfer sollte man im Nahkampf erledigen. Die machen es einem ja dann wirklich schon zu leicht. Der Meeresbogen. Und dich töten wir auch noch. Da war doch noch einer, genau. Ich hoffe mal, da kommen aus dem Schiffsinneren jetzt nicht gleich 3-4 Gegner. Nee. Alles glatt gegangen. Kann ich an dem Schrat was machen? Nee. Okay. Gibt's hier noch was? Okay, ich mach's so. Ich werde jetzt hier, wie eigentlich schon angekündigt, erstmal stoppen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und in der nächsten Folge sehen wir dann uns in Majula wieder mit den hoffentlich 2 Levelaufstiegen. Tschüss.